Nach den Chaostagen bei Arminia Bielefeld steht seit Donnerstag wieder das Fußballspielen im Mittelpunkt. Extra für NW News haben drei Arminia-Spieler nach dem ersten Training unter Neu-Coach Thomas Gerstner einen kurzen Blick zurückgeworfen und ihre Hoffnungen für die kommende Zweitligasaison geschildert. Ja, Jonas, wie war der erste Tag mit deinem neuen Kollegen aus Dänemark und deinem neuen Trainer? Ja, das war natürlich, das hat Spaß gemacht. Natürlich ist erstes Training nach so vielen Wochen Urlaub, das ist natürlich hart. Und ja, aber das Wetter ist schön, viele Leute sind hier und die Stimmung ist gut. Und ja, das war ein schönes Tag und wir freuen uns alle, dass wir wieder angreifen können und dann so schnell wie möglich zurück in die erste Liga kommen. Wir hatten jetzt alle 4 Wochen Zeit, ein bisschen abzuschalten, zu regenerieren. Und jetzt freuen wir uns natürlich auch alle wieder, dass es endlich losgeht. Wie hast du die Jahreshauptversammlung so rückblickend erlebt? Ja, es war mit Sicherheit eine der interessanteren Jahreshauptversammlungen. Ich war jetzt auch da, weil ich persönlich auch interessiert war, um zu gucken, was da jetzt passiert. Und ja, von daher war es schon sehr interessant. Konntest du die Fans verstehen, die gesagt haben, so nicht? Also das gefällt uns nicht, wie ihr das jetzt vorgeschlagen habt. Du bist ja selbst ganz, ganz dick, schwarz-weiß-blau, Arminia. Ja, aber jetzt in der Öffentlichkeit möchte ich dazu natürlich keine Stellung nehmen. Also das ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Es ist jetzt so gekommen, wie es gekommen ist und so geht es jetzt auch weiter. Du bist jetzt schon lange dabei, lange im Verein. Hast du sowas schon mal erlebt? Was? So ein drunter und drüber, hoch und runter und teilweise auch Chaos? Nee, das habe ich in meinen Jahren noch nicht erlebt. Aber ich glaube, das haben andere Personen auch noch nicht erlebt in Bielefeld. Es war eine turbulente Sommerpause. Jetzt geht es weiter mit dem Fußball. Für uns beginnt jetzt die Saisonvorbereitung. Wir konzentrieren uns auf Fußball, auf die zweite Liga. Und wir schauen, dass wir nächste Saison aufsteigen. Wo steht Rübekauf nach dem 34. Spieltag? Ich glaube, auf dem ersten oder zweiten Tabellenplatz. Ja, unser Ziel ist ganz klar aufzusteigen. Das haben wir uns spätestens ab heute jetzt vorgenommen. Jetzt, wo es wieder losgeht mit der Vorbereitung. Und das ist jetzt unser großes Ziel, wo wir jetzt auch tagtäglich hart für arbeiten werden.